Erstmal einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Heoleki, es geht um die Kiflum-Sekte, man nennt mich Martinus hier, mein Fufusch kann kochen. Es werden gerade in die IRR-Gebäude eingebrochen. Sie haben einen Priester? Einer von denen hat sich versprochen und hat gesagt, Sekte, ich war gerade ein Fahrzeug von die Kiflum. Meine Chance auf ein besseres Leben. Mein Name ist Agent. Agent Oleki. Ende. Wenn du weißt, dann weißt du, ich weiß. Wenn meine Welt ist nur weiß. Komm, scratch in, denn ich dies nicht mehr weiß. Was ist mit meinen Armen nur passiert? Ich verstehe das alles nicht. Meine Arme wurden geklaut. Gestern Nacht, als ich war in einem Schlafen. Wenn du weißt, dann weißt du, ich weiß. Lili, Gushi, Tanja. Und wann haben sie gesagt? Er hat ja gerade geschrien. Ich nicht. Weiß nicht, wovon sie reden. Jetzt, meine Freunde, es wird wieder ernst. Jetzt, wir kümmern uns um unsere Arbeit. Um das Wesentliche. Denn diese ganzen Ficker, die gehen gegen diese wundervolle Regierung vor. Das ist nicht mehr. Denn jetzt ist Ayodel Agent Oleki hier im Dienst. Ja? Die haben gar keine Chance mehr machen, irgendwas Illegales. Weil ich bin jetzt hier der Ritter. Ihr habt das verstanden. Ihr habt keine Chance mehr. Schade. War klar, dass die geht nicht arbeiten. Arschloch. Ich hab die Nummer nicht mehr von dieser Skyline. Scheiße. Mumun? Hallo? Mumun, hallo? Ja? Ich suche in die Skyline von der FIB. Sind selber beim PD nicht richtig, ne? Ja, vielleicht sie können durchfunken oder so, ich erreiche ihn leider nicht. Aber wir haben gerade noch einen Großansatz, also müssen wir ein bisschen gedulden, ja. Cruise-Einsatz, ja, ich merke, das ist ein Cruise-Einsatz gerade hier. Ja, die Leute, die sind alle versetzt, die ganzen Polizisten, die sind gerade bei den Einsätzen. Die hier Skyline, ich suche. Bei Skyline? Von der FIB. Ach so, von FIB, dann müssen sie aber falsch, weil... Wohin muss denn dafür? Und zwar müssen sie beim Würfelpark, kennen Sie den Würfelpark, ja, oder? Nein, was ist das? Würfelpark ist sozusagen jetzt hier direkt... Wenn sie da jetzt Richtung Westen laufen. Ach, Sie meinen diese Park, wo sind die ganze Obdachlose und so, diese richtig, ganze Schmutz? Richtig. Genau, okay, genau richtig. Und dann davon sozusagen ein bisschen nördlich und da müssten FIB-Agents sein. Da ist auch so ein Parkplatz, direkt am Würfelpark. Okay. Und da ist sozusagen die alten, das sind die FIB-Agents, da können Sie mal nachfragen, ob da einer von denen da ist. Und wenn ich finde da keine, dann ich kann nochmal hier hinkommen? Dann kommen Sie nochmal her und dann rufe ich mal an. Alles klar, perfekt. Dankeschön. Ja, bitte, ciao. Du Scheiße, beweg doch mal deinen Arsch und ruf doch mal direkt ein. Warum du lässt mich jetzt hin und her fahren? So. Ab geht der Boost. Ja, ist doch klar, dass hier keiner ist. Wenn er uns abgesperrt ist. Da hinten steht, glaube ich, einer. Wie soll ich denn an den da hinten rankommen? Mumun? Nein, heute machen Sie nein, Herr Oleke. Nein, ich wollte mit dir eben. Haben Sie die Regierungsnachricht gesehen? Nein. Ja, DEFCON 2, wir haben leider keine Zeit für sowas heute. Nee, ich mach kein Praktikum. Was denn? Ich wollte mit dir Skyline reden. Der Skyline. Achso. Ich glaube, er ist gar nicht da, stimmt. Der ist gar nicht da. Ja, es geht doch gar nicht. Was ist denn DEFCON? DEFCON, Gamescom, oder? Können Sie nachlesen als Regierungsnachricht am schwarzen Brett der Regierung, was in der Pfannenstufe ist. Okay, alles klar. Vielen Dank. Lücke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, bis morgen dann, ja? Tschüss. Alles klar. Auf Wiedersehen. Gehen Sie Ihr Ticket bezahlen? Auf gar keinen Fall, du fette Stück Scheiße. So, ich bezahle mein Ticket. Du kannst das bezahlen. Du wirst hier vom Staat durchgefüttert in dein Arsch. Also, heiß Maul. Ich muss hier selber arbeiten für mein Geld. Du Scheiße, hier die Ticket bisher. Hess Maul, bisher Silber. Lieb von Staat, weißt du, von meinen Steuergeldern, ich muss jeden Monat hier 50% abdrucken, die fette Stück Scheiße, und dann ist es mir so bisher. Hess Maul, bisher Silber, Stück Scheiße.
Amigo Piscarulis. Mal gucken, ob eines der von denen, ja? Moment? Hallo? Moment? Keiner da. Wo sind die denn alle? Mann, ey, das ist aber auch wirklich, belästigend, ja? Die sind alle im Schlafen. Moment, Meister, grüßen dich. Stück Scheiße, das ihr habt davon. Opfer, kauf durch einen neuen Sound. Ich hoffe, du bist tot. Bitte, 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 lass eine tot sein. Reparieren. Aber nicht mehr nach mir gucken, hä? Hier haben wir einen. Hey. Ein Small, du Fuzzi. Moin. Grüßen dich, Moin. Alles klar, Lika, wie geht's dir? Ja, gut, gut, selber. Ja? Ja, ja. Freut mich. Wie war deine Schicht heute bei Medics? Ach, langweilig, wie immer. Kennst du kannst mir einen Gefallen tun, ich gebe dir 500.000, wenn du stichst deinen Chefarzt ab. Ja? Ja, ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Abstechen. Oder besuchen ihn einfach mal. Ja, wir konnten eine Party machen, aber ich weiß nicht, also wo, ne? Ja? Ich auch nicht. Moin. Ja, helfen? Bitte. Ich hätte den Gruß eine Frage. Ja. Und zwar, ich, ja? Ich muss den gehen, Ja? Ja. Dauert das noch länger? Ich überlege gerade eine Sekunde. Wie lange brauchen Sie denn noch? Also. Ja, ich überlege gerade, eine Sekunde. Okay, bitte. Gut, dann schönen Tag noch. Nee, wirklich, eine Sekunde. Mach auf. Die hier Skyline, Sie wissen, wo hier Skyline ist? Oh. Scheiße. Jo, oh, danke schön. Wir hören uns, ja, bis dann, Lika. Tschüss. Ich bin immer erreichbar. Alles klar. Jo, 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 was geht? Eine wunderschöne gute Abend, Herr Bibel. Ah, hallo, was geht? Ich wollte ihn fragen, und zwar. Ja? Herr Bibel. Der ist doch hier so eine Veranstaltung von der Giflung. Oder? Ich hab noch nichts mitbekommen, aber ich kann gerne mal nachfragen. Was? Ja, weil ich interessiere mich wirklich, ich würde mir das mal gerne angucken, ja? Okay. Ja. Ja, ich kann gerne mal nachfragen. Und dann würde ich dich sonst gleich nochmal anrufen. Alles klar, alles klar. Ja, dann probiere ich mal, jemanden ranzubekommen. Vielleicht ist noch jemand da, ja? Bis denn hier, Bibi, wir alles klar, uns, ja? Jo, tschüss. Schönen Abend, bis später. Upok, you, Freunde, let's go! Ab geht die Post! Let's go, meine Freunde! Ab geht die Post! Ich hab mit dem Ciprian gerade gesprochen. Ciprian, wie ist der das nochmal? Der ist auch so, der leitet ein bisschen das mit so. Ach der so, und der konnte, die machen das zusammen so ein bisschen, ja. Und der hätte so in 15, 20 Minuten Zeit. Der würde mir nochmal Bescheid sagen und dann könnte ich dir nochmal Bescheid sagen, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Und dann können wir uns dann mit dem treffen. Auf Schweizer Brett, ich möchte so Touren durch so Wälder und sowas mit so Masken. Ja, genau. Ich würde mir das mal gerne angucken, ja. Und dann sprechen wir am besten einfach gleich mit dem so, dann fragst du den nochmal. Yeah. Aber der hat so in 20 Minuten Zeit. Okay, dann rufst du mich einfach an, ja? Dann genau, ich sag dir Bescheid, alles klar. Eins, ja, perfekt, vielen Dank. Okay, wir hoffen später. Ciao, ciao. Ja, yeah. Gut, in 20 Minuten, wir haben unsere erste Termin mit die Giflung, ja, meine Freunde. Die Minions sind ausgebrochen, meine Freunde.
Was geht? Momo und grüße nur, schönes Kleid, Jungs. Ja, bei dir? Ja, was ist denn los? Wie kann man dir helfen, mein Bester? Was geht da? Nicht viel, ein bisschen so gucken wir vorbei. Bei uns. Mach mal den Motor aus, bevor die Leute um den Motor. Ja, ich hab. Ein bisschen gucken, was gibt's denn hier zu gucken? Ja, gucken so ein bisschen schillen bei euch. Warum hörst du so viele Sirenen? Keine Ahnung. Ey, Jungs, was ist das, Razzia oder was? Das Oberteil steht dir, Mann. Dankeschön. Kein Problem, aber ich glaube, du bist ein bisschen rausgewachsen. Ja, ist dir das nicht ein bisschen zu klein? Ja, ist ein bisschen zu klein. Ist ein bisschen gerissen, weil ich vergesse mich fit einmal. Ich habe trainiert einmal und deswegen schon ein bisschen, weißt du? Ja, dreh dich mal um, zeig mal so deinen Rücken. Ich glaube, du bist schon stramm geworden. Boah, was ein Tier du bist. Guck mal, ich bin ein Haiwan. Ach, ein richtiger Haiwan, ich bin. Du hast das gesehen? Krass. Du hast auf jeden Fall unseren Respekt. Und sonst, Hermanus Amigos, was geht bei euch? Alles klar? Ach, bei uns immer alles gut, ne? Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, das freut mich. Was sie machen so noch heute? Heute nichts. Ach, nix. Nix Banküberfall heute oder sowas? Nee. Willst du wieder also, vergoldbaren oder was? Nee, ich würde gerne wieder mitmachen, war gut, letzte Mal, ne? Bei so kriminellen Machenschaften, da sind wir nicht dabei, du. Wir sind ganz sozial. Also, gegen Waffengewalt. Sozial. Gegen Waffengewalt, warum? Ich trage einen Schutzwesten? Ja, für den Schutz halt, ne? Schutzwesten. Falls wir mal angeschossen werden, damit die uns schützt, warum trägt man denn Schutzwesten? Ich verstehe, ja. Ja, ne? Wenn man hinfällt beim Fahrradfahren. Oder so, genau. Ich verstehe. Was, ihr habt heute noch so vor? Ja, wie gesagt, nichts Besonderes, ne? Mhm. Bisschen chillen hier. Ihr seid jetzt Untergruppierung von Vergus, oder was? Ja, genau, wir sind Untergruppierung von Vergus. Oder ihr seid Vergus? Ne, Untergruppierung war schon richtig. Untergruppierung sind wir. Wie ihr heißt denn? Shirulu heißen wir. Shirulu? Shirulu-Kartell, ja. Shirulu-Kartell, ja, wow. Shirulu. Shirulu-Lulu. Okay, alles klar. Willst du unser Anführer werden? Ja, ich weiß nicht, ob ich kriegen. Ich weiß nicht, ob ich kriegen so eine Haufe noch gebändigt, ja, das ist das Problem. Doch, passt schon. Ja. Im Endeffekt, du hast die Machete, du kannst es immer bestrafen, weißt du, wie so genau. Sklaven. So rest du so mit Machete zwischen Arschbecken und so. Du kannst Warlord werden, weißt du, wie ich meine? Ja, sehr gerne. Was ich krieg denn dafür? Also unsere Loyalität, die Mannstärke, ne? Ja, und Bezahlung? Noch? Wir arbeiten ja dann für dich. Ich? Ja, du musst uns bezahlen. Ja, wenn ihr bringt mir die Rohstoffe, dann ich besende euch. Ja, das lass uns mal durch den Kopf gehen. Alles klar. Merkt ihr nicht, wir sind das Shirulu-Kartell, vergiss das nicht. Ja, okay, alles klar. Ja, perfekt. Ja, eine andere Frage. Bitte. Und zwar, ich hab vergessen, was ich wollte sagen. Das ist schlecht, Ayo. Ja, brauch mal weniger. Gut. Ja, ich muss ein bisschen weniger Ganja rauchen, ja? Ich rauche zu viel. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, ja, liebe Shimbelagai, wie ihr sagt. Wie heißt er nochmal? Shimbawi? Shirulu. Shimbulu. Shirulu. Shirulu Kartell heißen wir. Shimbulu. Ja, egal, dir auch noch schönen Abend, Ayo, ja, ne? Ja, bis dann. Pass auf, pass auf, hier in deinem Helikopter, nicht, dass du abstürzt oder so. Nein, ich bin ein guter Flyer. Okay, sehr gut. Bis dann. Bis dann. Pass ihn hoch, immer weg, Jungs, das Ding. Vargas Por Vida, ne? Du weißt Bescheid. Was? Vargas Por Vida. Ja, yeah, weil wo? Wieder. Ja, hallo. Bulles. Weil. Was geht, Bruder? Bulles for life, ihr Ficke. Das ist kein Stuhl, man kann sich hier alles von oben angucken und immer mitfliegen, ja? Und sich das angucken. Diese Helikopter ist ein komplette, wie soll ich sagen, ein Kontensauger. Du siehst von hier oben, wo geht was ab und dann sag, du fliegst dahin einfach. Ein wunderschön. Mumun. Wer bist du? Ach, das ist Ayo. Ah. Wunderschöne gute Erwin. Sie hätten was bestellt hier? Ja. Was denn? Vier Chili Cheeseburger, eine Sekunde. Ja, das ist meine Bestellung. Jetzt. Yes. Boah, ja, er sagt einfach Chili Cheese, schwöre, ich hab nur gehofft, dass er das sagt. Ja, ich hab doch gesagt Chili Cheese. Oh. Was noch? Ja, was gar nichts. Alles andere, ich hab auf die Wiki hin aufgefressen. Oh. Die Sony, ist die hier oder nichts? Der Sony ist da, ja. Ja, weil ich hab ihn angerufen, die Stück Scheiße geht nichts an sein Handy, weißt du das? Weißt ja, du das? Warum die, so, warum die ist so abgehoben, hä? Ja, ich guck mal da, ich guck mich mal ein bisschen um, ja? 2 Kilo Kokaine, direkt aus Costa Rica. Sie fragen mich, woher hast du das ganze gute Zeug? Oh. Ich sag bei mir, was, sorry, bei mir läuft. Bonus Kira, grüßen dich.
Mumun? Nee, wir 100 km. Hallo. Was ja? Mumun, grüß ihn ruhig, alles klar. Oh, Ayo, was geht? Ja, gut, und sehr gut, wie geht's dir, mein Schatz? Gut, und dir? Ja, auch gut. Konnte ist das, keiner deine, ist das deine neue Frau hier? Wer ist das? Nein, nein, das ist Amelie. Ach, Amelie! Amelie, ja. Mumun, alles klar? Ja. Was ist los? Abgehoben oder warum du sagst nicht mal Hallo? Ich hab Hallo gesagt. Ja? Mhm. Nicht mal ein, wie geht's dir? Gar nichts. Schade. Damals noch fast dir, gute Freunde geworden und jetzt. Nee, auf Krampf, jetzt juckt mich auch nicht mehr. Okay, ich kann jetzt offensichtlich. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Moin, moin. Moin. Ja, könntest du jetzt zum Anwesen kommen, da wo du gestern auch warst, an die Kapelle. Alles klar, ich bin so circa 3-4 Minuten da. Ja? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja, ciao. Moin, Emily, alles klar? Hi, Ayo, wie geht's dir? Ah, gut, und selber, wie geht's dir? Lass dich mal drücken. Geht's dir gut, ja? Alles gut? Ja, mir geht's gut. Und ja, hier? Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Boah, das freut mich. Ich freue mich echt, dich zu sehen. Bitte? Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, yeah, mich auch. Mich freut das auch. Und sonst, wie geht's dir? Wie laufen Geschäfte? Ja, alles super. Frau, Kinder, Mann, alles gut? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, alles gut. Alhamdulillah, ich kann nichts beklagen mich. Wie sind deine Pläne, Ayo? Ja, nix mehr hier. Ich geh gleich mal so diese Kifflung, die machen da so eine Sekte in Ugi im Party. Ich weiß nicht, ob die wollen da mit 20 Mann bumsen oder so. Ich weiß nicht, was die haben vor. Ich und Sonny sind mit der Lehre von Tongwa auch schon betraut worden. Ja. Kifflon. Ja. Kifflon, Fakt. Ja, und ich kann dir da gerne mal einen Kontakt geben mit dem Hohepriester, Gelehrter Edward. Wir können eigentlich mal hinfahren, ne? Ja, die haben mich angerufen, die Herr Klaus Bebel. Die hat mich jetzt angerufen. Ich kann dir aber die Nummer von dem Boss von denen geben. Du meinst, ne? Diese Shakari. Form nee, check. Shukasa. Das Schattenwesen, Shukasa. Ja, ist das nicht ein Taube? Ich soll mit einer Taube telefonieren, oder was? Ich wollte sprechen. Von Tongwa, ja. Ja, weißt du, ich soll mit der Taube reden. Ich sag, hallo Taube, die macht kein Kree, oder weißt du, wie es mir ist? Ja, mach. Ja, richtig. Ja, ich wollte mir, also, ich hab keinen Koks genommen. Ich bin nicht auf diese Filme jetzt gerade, ey. Oh, nee, Mann, wir müssen hier verschwinden eben, ne? Lass mal den Hinterausgang. Kann mich einer kurz Hinterausgang mitnehmen? Ich hab gerade echt... Ja, ich nehm dich kurz mit. Häng dich einfach an meinen Helikopter da hinten und den Kren und dann du sagst, wenn du lässt los, ja? Gut, wir hören uns, ja? Pass auf euch auf, ich gebe mal los. Ja. Kifflum. Vielleicht kommt ihr auch dahin, ich bin bei dieser Kapelle, ja? Okay. Bis später dann. Wenn man es ist, Nicht ins Wasser gehen, das... Was ist denn mit diesem Wasser? Der hat eine reingepisst oder was? Nein, das wird man gesegnet und ins Noviziat aufgenommen. Da wirst du Novize von diesem Kifflum. So. Dann bist du ein Anhänger. Wenn du da reingehst, dann kann das sein, dass du alles machst, was die sagen. Da sind irgendwelche Gifte drin oder irgendwie so, keine Ahnung. Okay, alles klar. Ja, die sagen auf jeden Fall, die Träne von diesem Raben ist da drin. Okay. Ja. Alles klar, perfekt. Der schöne Erbe noch, okay? Pass auf dich auf. Pass auf dich auf, Ayo. Tschüss. Ciao. So, let's go, ich würde sagen, oder? Ab geht die Post, meine Freunde. Let's fucking go. Moon Meister, eine wunderschöne gute Abend, grüß in euch. Sexy. Moon. Hallo Martinus. Martinus, schon guten Abend. Martinus, genau. Geflam, wunderschönen guten Abend. Martinus oder Martinus? Martinus, der Zweite. Martinus, der Zweite, ist angenehm, ist angenehm. Ja, wir sind jetzt teilweise hier wirklich in einem größeren Zirkel. Ich bin auch noch in der falschen Montur. Ich habe da eben gemeint, ich lege mal eben kurz Geflam meine Robe an. Das tut auch mal gut nach so einem Tag, sich wieder quasi auf den Boden der Tatsachen zu begeben und eben mal diese Robe Kifflom anzulegen. Ich würde das eben mal kurz machen. Ich komme mit, ich mach. Ich könnte das auch machen direkt oder ich muss da irgendwie... Erstmal guckst du das ja in Ruhe an. Okay, alles klar. Genau, Kifflom, mein Augenblick. Ich muss nicht respektlos sein, wenn ich hab da irgendwas Falsches an oder so, ja? Na, ist ein bisschen sportlich, aber vielleicht kommst du gerade von der Arbeit. Du hast auf jeden Fall Löcher im T-Shirt. Irgendwie. Ja, ich kann mir was anderes auch da drüben einziehen. Wenn sie kannst du gerne machen. Ehrlich. Sollen wir mal eben gucken, was wir in der Kelle noch so haben. Aber keiner verurteilt für seine Klamotten, ne? Also das ist auch klar. Sie sind also der Hekiflung, ne? Ich bin hier Gelehrter. Gelehrter Edward. Gelehrter Edward. Alles klar. Entschuldigen Sie mich, ich bin ausgerutscht. Es tut mir leid. Kein Problem, alles gut.
Hoppla. Oha, so. Habt ihr schon gemacht? Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Haben Sie was Passendes gefunden, Herr Martinus? Ja, ich schau noch ganz kurz. Ja, wenn Sie geben mir eine Minute, Gus. Ja, ich glaube, dann können wir, ne? Perfekt. Digga, was ist jetzt los? Ja, Jungs, wir werden hingerichtet. Ron, hast du schon dein Outfit? Nein, ne? Ja, das ist keine Witz. Ich hab meins noch nicht. Ron, nee. Das wird auch mal Zeit langsam. Digga, was passiert da, Alter? Sag jeden Gruß, Kifflom. Kifflom. Gut. Hoppla. Ich würde sagen, geht's der erste gut? Schritt, Kifflom, wäre. Also ich bin nicht froh, dass wir heute hier wieder in einem wunderbaren Kreis. So einem Kreis, der was Ewigliches ausstrahlt, in dem wir Kifflom never ending ist, sich niemals endet, hier zusammengekommen sind. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, Kifflom, kurz euch auch dem Botschafter, seine Exzellenz, der hier bei uns an der Kapelle seit fast einem Monat weilt, kurz zu begrüßen und ihn quasi deswegen zu begrüßen, um sein Beiwohnen für die guten Gespräche, die wir führen werden, Kifflom, dazu zu erlangen. Da wollen wir mal kurz hinter die Kapelle gehen und Kifflom, den Botschafter, begrüßen. Alles klar, dann wir begrüßen ihn mal, ja? Aber ihr seid ja mit einigen Kifflom-Fragen gekommen, dass euch ja auch nach Wissen dürstet, Kifflom, wo wir euch da ja gedenken, Antworten liefern zu können. Jeder sucht, jeder soll finden, Kifflom. Jeder hat Fragen und jeder braucht Antworten, Kifflom. Kifflom, Fakt. Kifflom, sicher. Jetzt übertreibt mal nicht, Kifflom. Ja. Auch wenn die Freude in euch sprudelt. Hab bisschen Respekt, ja. Wie gesagt, wir sind hier an der Kapelle, der geweihten Kapelle, die wir vor knapp einem Monat zeremoniell nach altem Ritus geweiht haben. Und unser Wissen, Kifflom, gründet er hier auf der Lehre von Tongva. Auf den Überlieferungen, Kifflom, der alten Indianer, der Tongva, die hier in den Weinbergen beheimatet waren. Und die haben uns einen reichen Schatz an Überlieferungen, Kifflom, und an Wissen überlassen. Wonach wir unser Wissen schöpfen, Kifflom, unsere Zeremonien, aber auch alles, was uns durchdringt und was wir sind und was wir sein werden wollen. Kifflom. Rette mich. Kiflum. Die Krieg von Tengwa wird euch retten, meine Brüder. Kiflum. Und das Grundlegende ist, neben den ganzen Zeremonien, neben den Gestiken, dass es uns in erster Linie um die Großzügigkeit geht, die da präsentiert wird, Kiflum, durch die Krieg von Tengwa. Und wir dem Geiz und der Gier entsagen, dass da verkörpert wird durch das dämonische Schattenwesen Shokasa, Kiflum. Fakt, das Ganze ist auch wissenschaftlich belegt. Das ist also keine Glaubenssache oder sowas, sondern eindeutig nachweisbar. Okay. Fakt. Das ist das, worauf unsere Wissenschaft sich gefühlt. Ich fühle mich gerade wie in der Schule, wenn ich nicht lachen darf. Und dann erst recht lachen muss. Und wie gesagt, wir hatten verschiedene Anlässe bisher, Vorträge, zeremonielle Anlässe. Wir bieten auch Anlässe, unsere neueste Erkenntnis wissenschaftlich, ist ein Kifflom-Taler, den wir zurzeit quasi als Geste der Großzügigkeit mitgeteilt durch den Botschafter hier anbieten kann, dann sagen, korrekt, der Kifflom-Taler. So quasi eine Wertanlage, eine sichere. Der Kanake hinten in der letzten Reihe. Dollar. Ich meine, immer diese Kanaken in der letzten Reihe, die keine Ahnung von nichts haben. Der Kifflom-Taler, mein Freund. Und wir laden auch regelmäßig ein. Und ansonsten... Brüder, seid frei. Sagt, teilt uns mit, was ihr sucht. Gold. Erfolg und Frieden. Und das Gold, das besitzt du bereits in deinem Herzen. Du weißt es nur noch nicht. Genau, reich im Herzen, Kifflom. Kifflom, Fakt. Sag, warst du reich, ja. So, ich hoffe, wir konnten euch einen ersten Impuls mit auf den Weg geben. Etwas, das zumindest wie so ein Streichhölzchen, Kifflom, den Funken in euch anzwiebelt. Wir können gerne, Kifflom, Kontakt austauschen oder wenn der Kapellenbesitzer mit euch Kontakt hat, regelmäßig in eurem Kontakt bleiben, Kifflom, und euch da auf diesem Weg, diesem langen Weg, der zum Wissen führt und zur Glückseligkeit, gerne begleiten, Kifflom. Sehr gerne. Kifflom. 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 Würde ich sagen, wir verabschieden uns von seiner Exzellenz, Kifflom, dem Botschafter von Backlot. Pass auf, Kifflom. Ich kann noch mal reingehen, ich glaube, der hat mir das zu sagen.
alles klar. Fact, Giflum, Giflum, Fact. Fact, Giflum, Giflum, Fact. Fact, Giflum, Giflum, Fact. Lädt euch bei mir zu Hause ein auf eine Pfeife, weiß ihr wo. Ja, ja gerne. Giflum. Giflum, Fakt. Fakt, Giflum. Fakt. Fakt, Giflum, einmal nach Köln. Gib mir doch nicht auf die Säcke damit. Mein Gott. Kompletter Film heute, hä? Kompletter Film. Liked und abonniert den Kanal kleiner als 3.